siehst du, Sadiki. Bing! Ich glaube, ich komme hier hoch. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Hey, gleich verstummst du. So ist es. Toll. Gut aufgepasst. Alter. Bleib geduldig. Nein. Stirb. Ich schaff's doch nicht. Nicht? Bei den Dächern bleiben, sag ich. Hier gibt es viel zu tun. Und sicherer ist es auch. Meide dunkle Korridore. Besonders nach dem Mord in der Bibliothek. Was passiert bei diesem Mord? Das dauert nicht. Ich bin runtergeschossen. Da dreht sich mir der Magen um. Schone mich. Ich bin kein Kämpfer. Der Schlüssel könnte nützlich sein. Ich verschone dich auch. Du musst mir nur den Schlüssel geben, kein Problem. Ja, weg. Ist da oben noch was? Hier ist doch bestimmt... Hier ist keiner auf dem Dach. So, und schon sind wir wieder. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. بالله على هذا
Schon sind wir wieder immun. Immun? Nee, nicht immun. Torwächter, lass mich durch. Jene, die vor uns kamen, sind... Was redest du denn da? Jene, die vor uns kamen, sind... Ich komme auf dich zurück. Ich habe fast das Größte. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Wie komme ich denn hier rein? Gibt's aber außen auch keine... Doch, gibt's. Aber geht nicht, nee. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Irgendwo muss ich ja reinkommen. Hier. Das bringt mir nichts. Ich muss also... Nee, das auch nicht. Okay, die sind da hinten. Das heißt, ich muss hier außen rumlaufen wahrscheinlich. Hey, sind die Mücken... als an der griechischen Front zu dienen, das kann ich dir nicht. Zahl für deine Sünden! Nö. Nö. Oh. Jetzt stirbst du!
Alter! Verfluchte Hilfe! Augenblick! Hä? Hey! So geht's halt auch, ne? Ja! Wie bitte? Du hast das Meisterwerk des großen Gelehrten verloren? Es tut mir leid. Ich wurde von der Anwesenheit der berühmten Dichterin Arib abgelenkt. Vergiss die Dichterin! Wir müssen Fassils Buch finden, sonst sind wir beide tot. Klingt wie ein Teil einer Losung. Mhm. Die interessiert die Leichen gar nicht, oder was? Die laufen einfach außen rum. Da ist es doch. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Die Eselei der Dichtkunst von Fassil Fahim. Das klingt nicht sehr romantisch, ehrlich gesagt. Das Buch wirkt da fehl am Platze. So hinter einem Pult verkeilt. Eine Geschichte des großen Gelehrten und seiner wunderbaren Reformen für das Haus der Weisheit. Von Fassil Fahim. Ich weiß nicht, ob das das richtige Werk ist. Da haben wir doch noch eins, oder? Da unten. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein.
Wo soll das denn sein? Sieht aus, als hätte jemand ein Buch im Treppenhaus verloren. Aber das haben wir doch schon. Dieser Brief erwähnt einen privaten Lesebalkon. Vielleicht hat jemand das Buch mit dorthin genommen. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Privaten Lesebalkon, wo ist der? Hey du! Ein Moment! Aha! Ein beeindruckender Band. Geschrieben von Fasil Fahim. Könnte sein Meisterwerk sein. Der Titel lautet: Jene, die vor uns kamen, sind die, die wiederkehren. Das muss es sein. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Und das ist das Passwort. Alter! Sag mal! Warte mal ganz kurz. Ich wollte ja speichern. Ja, wie das geht nicht. Alter, es geht schon wieder nicht. Warte. Torwächter! Jene, die vor uns kamen, sind? Sind die, die wiederkehren. Korrekt! Du darfst passieren! Okay, eine Kammer.
Ja, ist ja sowas von auffällig, dass es darunter geht. Wäre ich hier nicht anders reingekommen, auch? Okay. Na, lecker. Ah. Hm? Ja, natürlich. Es ist ja auch überhaupt nicht obvious. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Ich weiß nicht, das ist so befriedigend, denen einfach das Messer reinzurammen. Alter, hier sind die Gefängniszellen. Ey, der ist mir ganz schön lange gefolgt, ey. Ich weiß nicht, ob das nötig war. Aber darum geht's ja auch nicht. Niemand steckt mich in diese. Jemand Schwierigkeiten? Was ist hier los? Scheiße, verflucht! Hey, steh nieder mit dir! Ah. Na komm! Alter! Na komm! Ja, was? Elender Feigling! Da stehen Flaschen. Ich denke mal, die werde ich brauchen.
irgendetwas im Argen. Es stinkt nach Moder und Eisen. Das Gewand könnte helfen, näher an Fassil heranzukommen. Was haben sie diesen Leuten angetan? Das wird der arme Tropf nicht mehr brauchen. Damit kann ich untertauchen. Und der hat jetzt unsere Klamotten an, oder was? Nee. Den Orden dabei helfen, nicht entdeckt zu werden. Ich habe aber auch keine Waffen, ne? Bitte, bring mich wieder dahin. Ich gehöre nicht hierher. Der Nächste! Sofort eintreten! Mir lauert das Grauen. Doch das Schlimmste ist, dass ich das alles schon mal gesehen habe. Irgendwie. Wer untergräbt mein großes Werk, tötet meine Verbündeten und verdirbt meine Vorlesung? Es ist unerhört. Das trägt die Handschrift eines ausgebildeten Verborgenen. Vielleicht eine Fraktion aus der Runden Stadt. Oder einer dieser Neider aus Ashakia. Die Morde waren jedenfalls zu raffiniert für Söldner. Egal. Sobald ich den Mechanismus verstanden habe, werde ich mich El-Bahamut beweisen. Hat Jamal schon bezahlt? Mir schuldet er auch was. Hier rein, Hohlkopf. Du bist neu, nicht wahr? Ich erkenne dich nicht. Sie versprachen dir Gold, wenn du dich freiwillig meldest, oder? Egal, denn was du gleich sehen wirst, übersteigt alle weltlichen Reichtümer. Fürchte dich nicht. Fürchtest du dich? Das ist mein großes Werk. Ich nenne es Aruch. Es nimmt dich mit auf eine Reise in ein anderes Reich. Und wir überstehen's. Warum hinterließen die Ersten diese Welt voller Narren, frage ich mich, und mit so wenigen meiner Art. Wir nennen dies das Haus der Weisheit, doch sein Fundament ist brüchig. Denn unter dem Haus der Weisheit liegt das Verlies der Unwissenheit. Und auf solch dunklen Geheimnissen errichten wir unsere Philosophien. Forschung ist die edelste Tätigkeit. Wissen ist die größte Macht. Nein! Nein? Was sonst? Gerechtigkeit. Alter, ich dachte, mach das jetzt mit uns. Vielleicht ist dies der Ort. Vielleicht liegt hier das absolute Wissen. So erinnere ich mich nicht daran. Hinter den Türen war es heller. Doch am Ende sehen wir alle nur Dunkelheit. Ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie aufgeschlüsselt unseren Djinn oder sowas. Schade. Oder es erklärt, wie Basim sich entwickelt hat.
muss hier raus und Tabit berichten. Und wo sind seine Beschützer? Hä, wo sind denn seine Beschützer? Ich konnte ihn einfach abmurksen. Okay. Kein Zweifel. Fassil steckte bis zum Hals im Orden. Die Notizen des Gelehrten. Er glaubt an diese alten Wesen. Die Herren der Erinnerung. Ja, die gibt's ja auch. Das nennt sich Isu. Aber damals waren die anscheinend noch weit davon entfernt, daran zu glauben. So, warte mal. Weiße Patientenrobe, ja, ja. So. Nachforschung, yo. Fünf Punkte haben wir. Moment. Guck mal, das ist schon fast fertig. Also, ich glaube, das Spiel ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Oh, das ist geil. Den Wirkungsradius des Adlerauges. Das ist geil. Nein. Hä? Lass es einfach. Augenblick. Gleich verstummst du. Ich musste doch hier nur durch, Leute. So, und weg. Basim ibn Ishaq. Wie hast du diesen Ort gefunden? Das war leicht. Ich musste nur der Blutspur folgen. Du solltest nicht hier sein. Redest du mit ihm? Manchmal. Ja. Er antwortet nicht. Ich schon. Wir haben uns auseinandergelebt. Seit jenem Tag. Doch was wir erlebten dort im Palast. Das Licht. Diese Geräusche. Das kannst du doch nicht vergessen haben. Anders als du, Nihal, lass ich die Vergangenheit ruhen. Gestern ist Vergangenheit für dich?
Und dein Djinn, dieser abscheuliche Schatten, der auf deiner Brust liegt, ist er auch in der Vergangenheit? Nein, der ist noch hier. Manchmal, sogar am Tage, spüre ich seinen Atem im Nacken. Der Albtraum dringt in die Realität ein. Oder war schon immer ein Teil von ihr. Er ist Teil deiner Wirklichkeit, Basim. Auch ich bin Teil deiner Wirklichkeit. Und deiner Vergangenheit. Sag, wirst du mich dort ruhen lassen? In einem Winkel deiner Erinnerung? Das werde ich nicht. Wenn du aber einen mechanischen Teppichfeger erfinden könntest. Basim. Es ist getan. Und wie hat es sich abgespielt? Ich fürchte, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heben wir sie uns fürs Lagerfeuer auf. Das hast du gut gemacht. Ich muss wieder an die Arbeit. Du weißt, wie schnell ich mich langweile. Danke für alles, was du getan hast. Ich meine es ernst. Das hast du gut gemacht. Eine Sache noch. Arib, war sie beteiligt? Nicht, dass ich wüsste. Doch wir müssen wachsam bleiben. Ich dachte, sie schließt sich jetzt vielleicht den Verborgenen an oder so. Hätte ja auch sein können. Aber so einfach geht das ja nicht, aber ich dachte, sie hilft uns vielleicht oder irgendwie so in die Richtung. Unten rechts lädt gerade ein Zahnrad, falls man sich wundert, warum ich jetzt schwarzen Bildschirm habe. Das lädt aber ganz schön lange. Ja. Ruhig, Basim. Ich bin da. Der wohnt jetzt wieder zu Hause? Basim, mach langsam. Hä? Ich darf sie nicht warten lassen. Ist deinen Gefährten eigentlich bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Die aus dem Palast. Mit den Masken. 4 tot durch meine Hand. Der letzte, der Kopf der Schlange, schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger, nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Meine Mitstreiter erwarten mich im Bruderschaftshaus von Harbia. Mach deinen Kopf frei, Basim. Blicke nach vorne. Hey, wo ist die jetzt hin? Hä? Hä? Eine Scherbe, Alter! Ich dachte, ich hab hier schon alles.
Hier ist ein Mitglied von Athiab. Hey! Jute! Du! Bleib noch da! Noch eine Scherbe. Du wirst leiden! Oh shit! Ja, komm halt her und hol mich! Ich sollte eine Verwendung für all diese Scherben finden. Ja, hab ich doch. Wie viel hab ich denn jetzt davon? Was ist das denn? Meisterassassine? Alter! Das ist Alter ihr, das ist mal. Alter! Braun ist das neue, okay. Wie viel habe ich jetzt? Nachforschung, okay. Die Geheimnisse der Kammer. Die Sammelscherben 10 von 10. Zack. Ja, den Dolch, also eigentlich bringt's nix, ne? Aber... Alter, Meisterassassinen. Also höher als jetzt geht's nicht. Ah ne, das war irgendwo im Wasser, ne? Jetzt müsste ich alle haben. Jetzt müsste ich dann den Dolch noch kriegen. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so gut. Also wenn das wirklich die Nonplusultra-Rüstung wäre. Würde ich ja sagen, okay, ne? So wie Odins Speer, das war ja auch eine legendäre Waffe, die war ja auch ziemlich gut. Den habe ich ja benutzt am Ende dann nur noch. Das Samsama, okay. So, wie viel hatten wir das? Inventar.
27. Naja. Aber ich muss jetzt zu einem Schneider. Verbessern wir mal die Rüstung. Ein Meister-Assassin-Ding ist schon geil. Hat schon was. Ich hätte diesen Punkt nicht ändern sollen, das Questziel. Jetzt finde ich es wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Ah, warte mal, wenn ich schon mal hier bin. Ich muss die loswerden. So, alle Scherben gefunden. Schön, dich zu sehen. Eine starke zusätzliche Schutzschicht ist immer gut. Alles, das war's also für heute. Alles ausgebessert. Gut. So, speichern. Jetzt ist nur noch der letzte übrig. Ich habe Angst, dass ich heute fertig werde. So. Abgeschlossen. Melde dich im Bruderschaftshaus. Jawohl. Zack. Wäre halt schade, wenn es jetzt schon vorbei wäre. Also ich habe ja nicht, ich habe ja gerade mal 25 7 oder 27 Stunden auf der Uhr. Also wenn das schon alles war, dann war Valhalla halt wesentlich großflächiger. Kann ich nur eine Sache essen? Leider. Nein! Drei! Du kommst reichlich spät. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn el-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du?
Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vettern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Wir kriegen einfach nicht gesagt, was Sache ist, ne? Keiner sagt uns irgendwas. Dichterin, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. So, Inventar. Was haben wir denn hier jetzt? Warum leuchtet denn das? Ach, jetzt braun. Verkleidung, Meisterverkleidung, das ist nice. Es bleibt natürlich jetzt der Rest vom Spiel. Halt, da ist noch was. Das Heim der Dichterin. Nein, da ist immer noch was. Ich habe nicht genug Punkte, ne? Ne. Ich habe fast alles ausgelotet. Dann fehlt nur noch in der Mitte der ganz große. Kopf der Schlange. Alter! Sag mal, Alter, das wollte ich wieder sagen. Hast du verlernt, wie man springt oder was? Fulad, mein Fundort von Fakten, mein Ausschank der Antworten. Womit kann ich dir helfen, Basim? Erzähl mir von Arib. Ihre Worte waren für Mitglieder des Ordens nahezu heilig. Eine begnadete Künstlerin und Dichterin. Arib erlangte dank ihrer Kunst die Freiheit. Tabit erzählte mir, sie hätte ein prunkvolles Heim in der runden Stadt. Weitere Fragen? Was weißt du über Kabiha? Sie hatte Verbindungen zur Schatzmeisterin. Kabiha wurde in die Sklaverei geboren und stieg zur Lieblingskonkubine El-Mutawakkils auf. Ihr Sohn wurde jedoch nicht Kalif, womit ihre Zukunft unsicher ist. Weitere Fragen? Erzähle mir vom Statthalter.
Ich sah, wie er Wasif At-Turki Befehle erteilte. Muhammad ist einer der Tahirian, mächtige Vizekönige der Kalifen in Persien. Er verwaltet ganz Bagdad von seinem Sitz am Gericht aus. Weitere Fragen? Wo kann ich die Verdächtigen finden? Alle drei leben in der glorreichen runden Stadt, dem Machtzentrum des Abbasiden-Kalifats. Weitere Fragen? Ich danke dir, Fulad. Ist es unsere Meisterin? Toll. Ja, glaub schon. So, hier haben wir nichts mehr. Die Frage ist, mache ich das jetzt noch? Ich kann da schon mal hinlaufen. Das sind 400 Meter, das dauert ja auch ein bisschen. Kinder den Koran kennen? Lest! Ist Diebstahl überhaupt noch nötig? Jetzt wollte ich extra ausweichen, jetzt läuft er mir genau in die Arme. Uns kann sich nichts verstecken. So schöne Häuser. Und welch ein Kontrast zu den armen Siedlungen El Anbars. Sorry. Hoffentlich ist sie zu Hause. Alter, wollte ich nicht. Das können wir auch so auschecken. Ah, hier war ich schon. Hier war, glaube ich, zerrissen. Aber hier ist ein Stück. Soll der Jäger seine Fallen stellen? Athalab lässt sich nicht fesseln. Der Orden liebt einfach seine Decknamen. Vielleicht fürchtet sie, dass die Verborgenen sie jagen.